Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und hier sieht man einen Ishma, der AFK ist, weil Bug. Egal, er war irgendwie im Match drin, aber irgendwie doch nicht. Und später ist er rausgequittet, weil er eigentlich die ganze Zeit in der Lobby gechillt hat und nur den Sound vom Match gehört hat. Egal, ist ja noch eine Beta. Dann im Hintergrund, apropos, sieht man Halo 5. Oder die Beta, die Preview-Beta, um genau zu sein. Also die für die Preview-Dashboard-Mitglieder. Meines Erachtens mein erstes halbwegs vernünftiges Gameplay hier. Nachdem ich mich dann einige Zeit richtig eingespielt hatte und mir endlich die Steuerung wieder verinnerlicht habe. Und ja, Halo 5, es ist... es ist nicht wirklich anders, es ist immer noch Halo, aber es ist irgendwie doch anders. Ich würde sagen, hauptsächlich ist es schneller. Die Rate of Fire, also die Feuerschussgeschwindigkeit, wie nennt sich das? Was heißt Rate of Fire auf Deutsch? Die Feuerrate, ergibt Sinn. Die Feuerrate von den Waffen ist deutlich schneller geworden und deswegen stirbt man auch deutlich schneller. Also wenn man sich jetzt hier das BA anzieht, wie schnell es hintereinander die Shots raushaut, ist zumindest meines Erachtens, vielleicht täusche ich mich auch, aber deutlich schneller als es früher war. Ist höchstwahrscheinlich auch nötig, wenn man Sprint drin haben will, ohne dass es dazu führt, dass die Leute dauernd davon kommen. Und eigentlich ganz gut gebalanced im Spiel. Und auch wenn man schneller stirbt, insofern dadurch, dass eben dass die Waffen schneller feuern, stirbt man halt doch nicht durch weniger Schüsse. Und genau das ist immer noch ein großer Vorteil eben, dass man immer noch Zweikämpfe hat. Es ist nicht mehr ganz so wie in alten Halos, dass wenn man von hinten angegriffen wurde, dass man richtig, also ein Turn-on, sagen wir so, ist deutlich schwieriger, als es damals war, wenn man einfach schon viel mehr Schilde verloren hat, bis man sich einmal umgedreht hat. Aber wenn man sich gleichzeitig sieht, sind auf jeden Fall die Zweikämpfe doch immer noch im Fokus. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wo es ja mehr darauf ankommt, wer einen zuerst zieht. Hier ist es natürlich auch wichtig, wer einen zuerst zieht, aber man kann trotzdem, wenn man gut ist, noch einiges reißen durch sein Movement und sein Aim. Apropos Aim. Das Aim ist hier nämlich deutlich schwieriger geworden, meines Erachtens. Also das Aim im Allgemeinen. Man hat meines Erachtens deutlich weniger Unterstützung beim Zielen und deswegen auch viel größere Probleme irgendwie. Also ich habe Ewigkeiten gebraucht, mich an das Ganze hier eben zu gewöhnen, bis ich das dann irgendwann drauf hatte. Und gut, jetzt, ich würde immer noch nicht sagen, dass ich es drauf habe, aber ich sterbe zumindest für die ganze Zeit. Ja, auch im Hintergrund, wo man das Snipe gerade sieht, fällt mir auch ein, das Doppel-Y, was ich sonst immer sehr gern gemacht habe, um raus zu zoomen, funktioniert auch nicht mehr so ganz, weil man jetzt so eine kleine Zeit hat, wenn es rausholt, um wieder reinzoomen zu können. Somit ist es jetzt diesmal tatsächlich sinnvoller, ganz normal mit dem rechten Stick raus zu zoomen. Aber, ja. Auch der Soundhit-Marker ist da, wie man vielleicht im Hintergrund gerade hört. Spezialwaffen bereit. Granate unterwegs. Na toll, genau jetzt, wo ich diesen Platz gelassen habe, treffe ich natürlich niemanden. Jetzt siehst du gleich, okay, Koschert, jump irgendwas. Na egal. Auf jeden Fall ist der Soundhit-Marker noch da. Ich treffe nicht, ich treffe. Jetzt haben wir vielleicht gehört. Er ist noch da und ich finde ihn saucool. Ich liebe dieses Geräusch, ich weiß nicht, es macht einen so süchtig, nach diesem irgendwas zu treffen. Das finde ich verdammt cool, also es taugt mir zumindest total. Und ich bin froh, dass es nicht raus ist, wie ich am Anfang vermutet hatte, da der liebe Psycho das behauptet hat. Aber meines Erachtens, zumindest wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt nicht täusche und wir nicht von anderen Dingen sprechen, ist es noch drin. Und ich hoffe, dass es auch drin bleibt, aber ich bin auch zuversichtlich, dass es drin bleibt, was einfach cool ist. Ich weiß nicht, ich liebe den Soundhit-Marker. Ja. Was die Waffen sonst so angeht, muss ich sagen, ist eigentlich alles ganz cool. Die meisten Waffen sind auch tatsächlich relativ gebalanced mit den neuen Visieren bei den Waffen jetzt hier, wie bei der EMA. Gibt es auch mehr Balancing-Möglichkeiten. Also ich finde zum Beispiel bei der DMA ist zwar so, dass sie immer noch weiter geht, also so für deutlich weitere Range kommt ihr Zoom, aber dafür ist das Zielvisier auch deutlich unübersichtlicher, also es lässt nicht so viel Platz, man hat nie, weil das halt selbst so stark im Bild ist, dass es stört, zum Teil, und man hat nicht so die Übersicht wie jetzt mit der BA, und das ist meines Erachtens auch ein recht cooles Balancing-Element eigentlich, das jetzt durch diese neuen Visiere daherkommt, genau. Auf halbem Weg zum Sieg, wo wir auch schon wieder beim Sprecher wären, den finde ich nämlich nicht so cool. Er ist immer noch der von Halo 4 oder wieder der von Halo 4 und leider nicht mehr der aus Reach und den alten Halo-Teilen. Der war höchstwahrscheinlich, hatte einfach keine Lust mehr. Keine Ahnung, oder sie haben ihn
Keine Ahnung, ob sie nicht genommen haben. Aber er klingt einfach so. Ja, Prolete stimmt nicht, aber nicht mehr so like a Sir. Und ich fand den alten einfach deutlich cooler, warum ich hier überlebe. Tja, und auch ganz abgesehen davon, wie er klingt, was er spricht, finde ich zum Teil ziemlich sinnfrei. Also, manche Medaillen meines Erachtens sollten nicht ausgesprochen werden, wie eben dieses Perfekt oder so. Das kann gerne eine Medaille sein, da habe ich kein Problem. Aber ich finde, dass das eine der Medaillen ist, die nicht gesprochen werden sollte, sondern einfach nur auf. Dingseln. Hingegen hätte ich lieber gerne wieder sowas wie in Reach, wo es meines Erachtens perfekt war, wo man dann sowas hat wie Sniper-Massaker oder Schwert-Massaker und so Zeug. Na. Ja. Aber hey, man kann nicht alles haben, schätze ich, und im Moment ist es noch ganz okay. Wie es so ist. Aber weiß nicht, wie es im endgültigen Spiel ist. Das Snipen an sich ist meines Erachtens wieder schwieriger geworden, wenn auch höchstwahrscheinlich nicht so schwer, wie es in Halo 5 und ähnlichem war. Zumindest kriege ich deutlich mehr auf die Reihe und ich habe so ein Fitzelchen Leben, das ist echt dreist. was vielleicht daher kommt, dass sich zumindest meines Erachtens vieles hier träger spielt als sonst, aber das kann auch nur Empfindung sein, ich habe es noch nicht so viel gespielt, dass ich das jetzt hier gut äußern kann. Aber ich finde Snipen insgesamt ein bisschen schwieriger geworden, dass es wieder ein bisschen schwieriger geworden ist. Genau. Die Maps sind ganz cool. Es sind zwei Stück bis jetzt, aber die sind eigentlich ganz cool mit Chips, beziehungsweise mit Chip, so im Englischen. Oder das Remake, ich weiß nicht, hier heißt es ja glaube ich jetzt irgendwie anders. Nicht Empire, das ist jetzt die, die wir gerade spielen, sondern noch irgendwie anders. Naja. Die ist auf jeden Fall total cool Arena-Style, wie sie ja schon immer war und deswegen ich es auch schon mal mochte. Aber die andere, die Empire, die man hier spielt, ist es meines Erachtens auch. Und wenn die Maps so in dem Rahmen gehalten sind, klein und gut auf alles ausgelegt, dann kann man damit echt gut spielen und hantieren. Und da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Ja. Gerade eben hat man es vorhin schon gesehen, aber da war ich jetzt noch mit einem anderen Thema beschäftigt, deswegen ich da nichts sagen konnte. Die Automatikwaffen. Ja. Die Automatikwaffen sind meines Erachtens noch ein bisschen zu stark. Sie sind nicht so stark, dass es komplett störend wäre, dass man gar nichts mehr gegen sie tun kann. Aber sie sind, ja, ich finde sie im Generell noch ein bisschen zu stark, weil man muss es immer so sehen, ich finde sie sollten schwächer sein als die Präzisionswaffen, weil es auch einfacher ist mit ihnen zu zielen. Es ist einfacher mit ihnen zu zielen, deswegen sollen sie schwächer sein. Das ist so dieser Trade-off, den ich finde, den sie haben sollten. Genau. Und das sehe ich jetzt gerade im Moment nicht, fand ich aber auch bei alten Halos immer noch zu stark, die Automatikwaffen. Ja, die MP an sich ist wie gesagt eine Powerwaffe, die irgendwo rumliegt und finde ich somit eigentlich ganz okay. Sie ist so ein bisschen wie die Saw, schwächer würde ich aber sagen schon. Vor allem auf Entfernung ist sie nicht so gut, sondern halt nur wirklich Close Quarters, aber da zerstört sie dann schon arg. Aber an sich finde ich sie auch okay. Sprint und Schilde sind auch gut gelöst, meines Erachtens. Man muss wirklich aufpassen, dass man stehen bleibt, damit sich die Schilde lösen, die Schilde wieder laden und nicht irgendwie random los sprintet, weil dann hat man das Problem, dass eben die ganze Sache hier sich nicht lädt und sogar wieder zurückgesetzt wird, der Timer, bis sich die Schilde laden. Und das ist auch richtig intelligent gemacht, meines Erachtens, und fühlt sich auch gut an und sinnvoll. Genau. Sonst noch irgendwas zu sagen? Es gibt Killcams, aber mein Gott, die würden nur mal ausstellen können. Und sie funktionieren hier besser als in Halo 4. Ja. Der Spectator Mode, den hatte der Ding hier schon mal versucht zu benutzen, der ist noch so, aber zumindest ist die Implementierung ein bisschen da und ja, ganz okay. Das Ranking-System an sich ist wieder so ein bisschen mehr Reach-mäßig. Mit so Divisionen. Man hat eben gewisse Divisionen, in denen nur gewisse, also zumindest habe ich es so verstanden, in denen nur gewisse, eine gewisse Anzahl an Leuten sein kann. Und die kämpfen so gesagt durchgehend um den Platz in dieser Division. Wenn die Divisionen von der Größe her richtig gesetzt werden, kann das wirklich gut funktionieren und ist meines Erachtens auch deutlich besser als das Standard-Ranking-System, was wir in Halo bisher hatten. Kommt aber eben wirklich drauf an, ob die Divisionen auch wirklich so gesetzt sind, wie sie sein sollten. Genau. Das wäre das dazu. An sich bin ich von dem Ranking-System recht überzeugt. Viele Spieler haben das. Unter anderem meines Erachtens auch StarCraft. Okay, das ist auf jeden Fall nicht unsinnvoll. Genau. Damit hätte ich alles gesagt.
ich freue mich schon richtig, wenn die Beta dann wieder als offizielle Beta ganz normal rauskommt und man wieder spielen kann. Und dann natürlich ganz am Ende, wenn das Spiel selbst rauskommt. Und bis dahin, John, tschüss, sagt der Captain.